Ehrlich sein gehört doch auch zu den guten Vorsätzen, die wir alle so gefasst haben, oder? Fangen wir heute gleich mit einer ganz besonders schwierigen Variante an. Seien Sie bitte ehrlich zu sich selbst. Die Frage, würden Sie den Führerschein heute noch so ohne weiteres bestehen? Die theoretische Prüfung, bei der plötzlich gleich 3 von 4 Antworten ganz plausibel klingen. Also anschnallen bitte und dann gutes Gelingen. Verkehrsschilder über Verkehrsschilder. In Deutschland gibt es mittlerweile mehr als 500 verschiedene. Insgesamt ist die Zahl der montierten Verkehrsschilder auf ca. 20 Millionen angestiegen. Da muss man als Autofahrer erst einmal den Überblick behalten. Wer würde die Führerscheinprüfung heute noch bestehen? Ja, also diese absurden Fragen, die man ja eh nie braucht, die haben natürlich keine Ahnung mehr. Sonst habe ich ungefähr mehr als 40 Jahre Fahrpraxis. Denke ich, da bin ich auf der sicheren Seite. Also vielleicht schon ein paar Fehlerpunkte, aber man weiß halt vieles. Kann sein, wenn neue Fragen dabei sind, dass man da vielleicht nicht gleich die richtige Lösung parat hat. Aber ich denke schon, dass ich ganz gut abschneiden würde. Fahrlehrer Peter Kopeczek ist sich sicher, viele Autofahrer fahren einfach nach Gewohnheit. Wie man sich im Straßenverkehr genau verhalten sollte, ist oft längst vergessen. Es werden 50-50 richtig und falsch beantwortet. Und das liegt daran, weil die Dinge, die man in der Fahrschule gelernt hat, auch oft schnell wieder vergessen werden. Man fährt oft nur nach Gefühl. Unsere erste Frage. Es geht um eine Ampel mit einem grünen Pfeil nach rechts. Was ist bei dieser Ampel erlaubt? Rechts abbiegen ohne anzuhalten? Rechts abbiegen nach vorherigem Anhalten, sofern niemand behindert oder gefährdet wird? Oder rechts abbiegen nur, wenn die Ampel grün zeigt? Rechts abbiegen ohne anzuhalten. Also wenn es geht, darf ich fahren. Wenn der Grünpfeil ist, dann kann ich fahren, wenn frei ist. Wenn ich rechts abbiege, darf ich fahren. Ich muss an der Ampel stehen bleiben. Und wenn niemand kommt, dann darf ich rechts abbiegen. Auch wenn es rot ist. Bei dem Grünpfeilschild, welches wir hier im Hintergrund sehen, kommt es darauf an, dass der Fahrzeugverkehr auch bei Rot rechts abbiegen darf. Allerdings nur, wenn er vorher an der Haltelinie gehalten hat. Ich fürchte, es sind gut 90%, wenn nicht mehr, die dieses falsch machen. Und tatsächlich, wir beobachten eine Ampel mit Grünpfeil und es hält kein einziger Autofahrer an der Haltelinie an. Wer dabei erwischt wird, gilt als Rotlichtsünder. Bei einer Kontrolle drohen damit bis zu 200 Euro Bußgeld und sogar 2 Punkte in Flensburg. Bei Frage 2 geht es um die Ausfahrt aus einem Grundstück. Folgende Situation: Sie wollen aus einem Grundstück ausfahren. Wer muss warten? Sie müssen warten oder die Fußgänger müssen warten? Ich als Autofahrer muss aufpassen. Ich muss warten. Der Fußgänger muss dann weitergehen. Ich warte in jedem Fall. Ich lasse dir vorbei. Ich bin ein gutmütiger Mensch. Eine gute Frage. Ich muss warten. Der Fußgänger hat in der Regel immer Vorfahrt. Entgegen mancher Meinung ist es nicht so, dass Fußgänger immer Vorrang haben. In der Situation schon, weil wir verlassen eine Grundstückseinfahrt und haben damit, wenn wir uns in den fließenden Verkehr einordnen, auf andere Verkehrsteilnehmer zu warten, auch auf die Fußgänger. Antwort 1 ist also richtig. Frage Nummer 3. Es geht um das sogenannte Andreaskreuz. Wie weit muss man beim Parken außerorts vom Andreaskreuz mindestens entfernt bleiben? Wie viele Meter sind das? Ich sag 10 Meter. Oh je. 10 Meter? Ein bisschen mehr. Mehr? 20? Mehr. 25? Keine Ahnung. 50 Meter. Sehr gut. Da Bahnübergänge ja allgemein eine gefährliche Verkehrssituation darstellen, ist die Vorschrift so, dass innerhalb geschlossener Ortschaften 5 Meter Abstand gehalten werden muss, wenn man dort parken will, und außerorts 50 Meter. Da geht es halt darum, dass die Fahrzeuge nicht den Blick ablenken und den Bahnübergang verdecken könnten. Also 5 Meter abzuschätzen dürfte relativ einfach fallen. Das ist etwa eine Fahrzeuglänge. 50 Meter ist nicht so leicht einzuschätzen, aber wenn man sich nicht sicher ist, lieber ein paar Meter mehr Abstand als zu wenig halten. Wenn man sich als Autofahrer also nicht mehr ganz sicher ist, lieber noch einmal in die Fahrschule gehen und sein Wissen auffrischen. Viele Fahrschulen bieten an, dass man nach Vorlage eines gültigen Führerscheins kostenlos an Theoriestunden teilnehmen darf.